Hallo alle zusammen und herzlich willkommen beim neuen Video. Ich habe mal beschlossen, mal sonntags mal ein bisschen kurz vor der Arbeit, mal ein paar Stunden, wo ich sage mal ein paar Stunden, ich sage mal eine halbe Stunde Luft zu schnappen. Da ich auch die letzten Tage sehr wenig Zeit hatte, weitere Videos zu bearbeiten, online zu stellen und. Ich habe eine kleine Überraschung, ich bin demnächst dieses Wochenende am 22. und 23. auf der Länge eine Messe in Lingen zu finden. Ja, ich habe jetzt einen Sprachfehler drin ohne Ende. Ich kann schon gar nicht mehr richtig reden, weil die letzten Tage, ich habe einfach nur noch durchgepowert. Es sind einige Produkte, die ich eigentlich erst zu Weihnachten fertigstellen wollte. Habe ich natürlich alles dran gegeben, dass die jetzt natürlich schon ein paar fertig sind, um euch zu präsentieren. Dass ihr die in Lingen sehen könnt, einige in die Hand nehmen könnt und natürlich auch bekommen könnt. Wie einige mitbekommen haben, ich bin selbstständig. Ich habe ein kleines Büro in den Atomshop, habe auch so Metallbildner, Kunstköderherstellung. Einige Sachen, bin seit 4 Jahren dabei. Stell mich auch in dem nächsten Video mal ein bisschen weiter vor. Bloß in dem Video habe ich mir gedacht, bevor ich euch jetzt gleich das Ergebnis zeige, am Anfang oder am bestimmten Teilen habe ich mir jetzt gesagt, ich mache mal von vorne an, erkläre ich einige Details dazu. Ihr könnt gleich sehen, ich baue mir meinen Angelplatz ein bisschen auf und gehe mir jetzt erstmal Wasser holen. Es war, ich sag mal, ordentlich kalt gewesen. Ich bin so dick angezogen mit Weste, 3 Pullover und hab das gemerkt, wo ich die Hand ins Wasser gehalten habe. Das ist nicht so das Wahre. Ich baue mir gerade so ein bisschen alles zusammen, die Abhackmatte. Ich gehe ein bisschen gleich nebenbei auf Raubfisch, positioniere mir alles fertig. Und mir ist das eben wichtig, dass ich das alles so ein bisschen parat liegen habe. Wenn dann klarer, ich sag mal, ich bin alleine. Die Kids, die waren letzten Tage mit gewesen, da konnte ich mal ab und zu mal fragen und konnte sagen, hier Jungs, könnt ihr mir mal bitte einen Kescher holen. Da ist das mal noch okay, aber sonst, wenn ich alleine bin, muss das alles fertig sein. Das ist einfach so. Versuche in dem Video ein bisschen was zu erklären. Ihr seht, ich angel mit einer Baitcaster oder einer Multirolle sozusagen. Das ist hier eine Multirolle auf Hecht mit monofiler Schnur. Ich suche mir jetzt mein Vorfach auf. Das ist so eine Sitzkiepe, so eine Eissitzkiepe, wo ich alles immer so ein bisschen drin habe. Und das ist mein Krambeutel, da suche ich mir jetzt gerade so einen Haken raus. Ich benutze mal was ganz Untypisches, ein ganz, ganz feines Stahlvorfach von Mikado. Das habe ich bei mir hier auch vorne im Büro, habe ich das auch drin. Und findet ihr auch demnächst bei der Messe, nehme ich da mal so ein paar Sachen mit, dass ihr da mal ein bisschen nachschauen könnt. Hänge das einfach vorne ein, ganz untypisch, gehe jetzt mal ganz einfach nur auf Raubfisch und nicht irgendwie mit fertig gebauten Stahlvorfächern oder sonstiges, so dass wirklich jeder damit einfach sich mal am Angelland gehen kann, so eine Sache auch bestellen kann oder im Internet, je nachdem, wie ihm die beste Möglichkeit ist. Tariere mir das ein bisschen alles aus, mach unten eine Bleischrot rein, hier gleich sehen. Ich mach was, das ist, bitte nicht nachmachen, nimmt dafür eine Zange. Die Erwachsenen, ihr kennt es, aber nimmt dafür eigentlich eine Zange, weil die Zähne, der Doktor, der freut sich immer, Jungs. Das ist immer nicht das Wahre. Und wenn ihr den Drilling oder irgendwo festhängt, das ist auch nicht so schön. So, jetzt versuche ich mir das alles ein bisschen auszuloten. Und ihr werdet gleich sehen, ich mache was komplett Verrücktes und sag mir, das kann, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und wenn man nicht wagt und es einfach nicht versucht und nicht mal ein bisschen was riskiert, sag ich mir mal, kann man nichts Neues testen. Und das ist eben bei mir immer so, ich teste eben sehr viel Neues. Versuche dadurch ein bisschen etliches zu entwickeln, mache mal so Pro- und Kontralisten, dass ich dann immer so ein bisschen sagen kann, was ihr dann auch umsetzen könnt vor allen Dingen, was auch funktioniert oder nicht funktioniert. Das passt mir alles nicht vom Bleigewicht her und jetzt möchte ich aber nicht oben auf der Mono das Bleischrot draufsetzen oder noch ein weiteres aus dem Stahlverfach, sondern ich klemme mir das, wie ihr jetzt sehen könnt, hier an dem Wirbel fest. Total untypisch und alles drum und dran. Viele würden jetzt sagen, ah ja, das kann nicht funktionieren, ah, der macht den Wirbel kaputt oder sonstiges. Aber schaut einfach mal bis zum Ende des Videos und den zweiten Teil vor allen Dingen, weil in dem zweiten Teil werdet ihr noch eine kleine besondere Überraschung erleben, wo ich mich selbst gewundert hatte. Ich hatte mit den Kids in dem ersten Video, was ihr gesehen habt, kommen noch mehr Videos mit den Kids vor allen Dingen. Da bin ich noch nebenbei am Bearbeiten. Ich rede heute ein bisschen mal viel nebenbei her und erzähle euch so ein bisschen was, dass man mal so ein bisschen, ich sag mal, dass ihr mich näher kennenlernt. Sonst rede ich im Laden eigentlich auch mal sehr viel. Und bei den Videos bin ich immer so stillschweigend. Ich habe auch in letzter Zeit, die Kollegen sagten, Stefan, machen wir da Ton an. Ich besorge mir noch eine zweite Kamera, sodass wir mal ein bisschen nebenbei noch Ton laufen lassen können.
Jetzt merke ich, die Bose, es passt einigermaßen vom Gewicht her. Und ich hänge die einfach ein. Und jetzt kommt das Kuriose. Was ich jetzt eben mache an der ganzen Sachanlage. Ihr werdet jetzt sehen, warum das ein großer Eimer ist und eine Sitzkiepe ist. Ich habe ein unteres Fach drin und jetzt hole ich da unten drunter sind meine Köderfische. Was viele eigentlich im ersten Moment nicht sehen, aber da drinnen befinden sich meine lebenden Köderfische. Ich habe auch eingefrorene dabei, tote oder eben ganz frische lebende. Ich versuche eben jetzt hier, ich habe eben noch mir zwei lebende gestippt gehabt den Tag zuvor und die verwende ich jetzt natürlich. Zack, alles wieder zu, beisammen. Nicht wundern, die Stelle, wo ich jetzt den Fisch betäubt habe und ordnungsgemäß abgestochen habe, das habe ich natürlich rausgeschnitten, weil sonst, ihr kennt das alles selber. Jetzt wird er vernünftig eingehangen, die Luftblase ist ordentlich durchstochen, ich habe mehrmals kontrolliert. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Ah, hier habe ich mich ein bisschen vertüdelt. Schaue ich, ob die Bose richtig steht. Und ob das Fischchen vor allen Dingen in der Position ist, richtig absinkt und genau waage steht. Und nicht irgendwo taumelt oder sonstiges. Ich möchte eben, dass der Fisch eben ordnungsgemäß präsentiert wird. Leicht reimt. Und wie ihr sehen könnt, das sind 25 cm. 20 cm tief, was ich gerade gestellt habe. Das ist wirklich nicht sehr tief vor meiner Haustür. Und wir haben eben die letzten Wochen wirklich absolut keinen Regen gehabt. Überall die Fechte, ringsrum die Eisel. Die haben so einen Niedrigwasserstand, das ist einfach nicht mehr normal. Aber die Fische beißen trotz all dem immer wieder. Ich kontrolliere jetzt nochmal ganz kurz, ob alles richtig läuft. Lass die Bose jetzt ein bisschen laufen. Und dann, jetzt kommen wir zum Ende vom Video. Seht ihr nochmal kurz zum Abschluss. Und ich bedanke mich vor allen Dingen fürs Anschauen meines Videos. Freue mich, wenn ihr den Teil 2 schaut. Und wünsche allen weiterhin viel Spaß bei der Messe. Und demnächst kommt vor allen Dingen, wenn die Messe erledigt ist, alles vernünftig, schöne Videos rein, alles drum und dran, Stück für Stück. Weil ein halbes Jahr Internetausfall, ihr könnt euch bedenken, was das alles von Chaos und von ganzen Krammel. Ich habe hier nochmal in die Hände geklatscht und ich wünsche allen weiterhin viel Spaß und dickes Petri.